Moin Moin! Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tasting. Erst habe ich ein Bierwissen to go gemacht und jetzt müssen wir natürlich auch tasten, was ich da so vorgestellt habe. Und ich habe uns ein Diebels mitgebracht, ein Altbier. Ich wollte eigentlich keines von diesen sogenannten Fernsehbieren haben, aber als ich eben mal geguckt habe, was es so auf sich hat mit Diebels, ist mir aufgefallen, dass die ziemlich im Arsch sind, muss man auf Deutsch sagen. Ja, läuft ja nicht so gut, wie es klingt. Die hatten so 2001 so einen Jahresausstoß von 1,3 Millionen Hektoliter und mittlerweile sind die noch so, also 2016 waren das so 350.000 Hektoliter, also fast 1 Million Hektoliter haben die eingebüßt, gehörten jetzt irgendwie bis vor kurzem zur InBev, wurden jetzt gerade laut Wikipedia wieder verkauft an irgendeine Finance Corporation, schieß mich tot. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt gar nicht mehr so schlecht, das zu trinken. Eigentlich wollte ich jetzt InBev nicht unbedingt unterstützen, aber da die echt am Arsch sind, dachte ich mir, kann man das auch mal trinken. Lieben Gruß! Komm, aber zumindest wissen wir, dass du keinen Unsinn erzählt hast. Du hast gesagt, der Absatzmarkt von Altbier sinkt und sinkt und sinkt. Die einzigen sind die in Düsseldorf, die noch ein bisschen die Fahne hochhalten. Aber selbst da sinkt es, ja? Ja, beziehungsweise man weiß es da nicht ganz genau, weil die ganzen Gasthofbrauereien nicht in den Statistiken mit auftauchen. Ah, okay. Also deswegen, es sind nur diese riesigen Brauereien da in der Statistik mit drin. Da kriegt man es noch an jeder Ecke. Naja, wollen wir mal schauen, was Altbier so kann. Ich selbst habe sicherlich schon mal ein Altbier getrunken, aber ich habe das, Die Frage ist ja, ist dann lange her, ob das dann einfach so schlecht ist, dass das ist gar nicht so einfach, dass ist wieder zugegangen. Das hab ich aber nicht gehabt. Nein, da ist ganz viel von dem Dings drinne. Tja, gewusst wie, ne? Da kann Diebels jetzt nichts für, dass da Spülbürste drin ist. Wir haben unser Wasser noch gar nicht ausgetrunken. Na, dann müssen wir das nochmal. Wir neutralisieren ja immer. Kurze Randnotiz: Nico kannte das nicht. Aber Diebels hatte früher so Mixgetränke. Eins gibt es davon, glaube ich, immer noch. Ach, das war ein Mixgetränk? Das Dimmix, ja. Diebels Mix, Dimmix. Ach, okay. Das hat man so mit 12 getrunken. Ja, ich nicht, zum Glück. Machen wir nochmal. Das ist ein Bier. Mensch, Diebels, das gefällt mir. Jo, mir auch, du. Farbe gefällt mir. Schön dunkel. Jo. Aber auch hier finde ich im Geruch leicht nussig tatsächlich. Ich finde es ein bisschen säuerlich. Aber ich habe es momentan auch noch gerade mit dem Sauren. Irgendwas in dir verkommt. Ja. Wieso muss ich da schon vorher rülpsen? Probieren wir mal. Malzig. Lecker. Hinten raus ganz wenig. Wie ich gesagt habe, Hopfen ist da bitter, ist es gar nicht. Nö. Es ist das Säuerliche, finde ich nicht wieder im Geschmack. Du? Nee, es ist, ja, hinten raus wird es dünn. Vorne kommt es spritzig im Anfang, also direkt am Zungenanschlag erstmal spritzige Begrüßung. Dann auch dieses leicht nussige tatsächlich, also ein bisschen... Aber süßlich auch. Also süßlich, ja. Ein bisschen, aber so herzhaft finde ich es auch. So richtig irgendwie. Aber das verstehe ich jetzt nicht, warum die so abkacken. Was habt ihr denn gegen Diebels? Also ich finde, das kann man gut trinken. Jojo. Wir müssen einfach den Kölner Markt mit einbeziehen. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Ah. Einfach mal den Kölner Markt mit einbeziehen. Düsseldorf und Köln, ganz großer Fehler. Die hassen sich. Das ist wie ja, Steinbock und Dithmarschen. Ich glaube, da ist es sogar schlimmer. Vor allem, die wohnen quasi nebeneinander. Weil Steinbock und Dithmarscher, die trinken ja wenigstens noch dasselbe Bier. Ja, weil die Steinburger kein gutes haben. Oh, mittlerweile schon. Kappelshof. Wacken? Stimmt. Aber kein flächendeckendes. Das stimmt. Naja, zurück zum Altbier. Ich finde... Das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Es kommt, wie gesagt, am Anfang spritzig daher. Es hat leicht nussige Aromen. Es ist schöner Malzkörper eigentlich. Hinten raus wird es dann dünn. Aber auch so, dass es so soll, denke ich mal. Es ist ja wie so ein Industriebier halt ist. Hinten raus werden die ja häufig dünn und haben jetzt nicht so diese krassen Ausreißer. Genau. Es wäre für mich jetzt... Ich würde da jetzt auch nicht wieder zugreifen, wenn ich mal abends ein
besonderes Bier trinken will. Ich habe nur kein anderes gefunden, das habe ich ja... Ja, aber wie gesagt, wir sind jetzt auch gar nicht, wir finden das jetzt gar nicht so schlecht, okay. Diebels mal wieder ein bisschen zu pushen. Oh, die werden sich bedanken, dass ja. Wir haben zwei arme Nordlichter hier die Aufgabe auf sich nehmen, Diebels wieder zu pushen. Ja, ich finde es ganz lecker, es ist nichts Besonderes, aber ich kann nicht verstehen, dass der Absatzmarkt so verschwindet, weil ich finde schon, dass es zwischen dem 30. und 40. Pilz, das man trinkt, kann man auch mal wieder ein bisschen Vielfalt reinbringen, wenn man Fußball gucken will oder so. Und da fände ich ein Diebels dann auch nicht schlecht. Das könnte auch was für so einen klassischen Pilztrinker eigentlich sein. Das ist jetzt ja nicht so abgedreht. Und ich finde, die vom Label könnte Diebels mal ein bisschen was machen. Ja, es ist ein bisschen sehr altbacken. Ja. Also, Mann. Ich finde aber auch, irgendwie assoziiere ich mit dem Namen Diebels schon so ein bisschen so Spießbürgertum oder sowas. Irgendwie so ein bisschen piefig. So ein, ich weiß nicht, ob das... Ich habe da Helmut Schmidt vor Augen, wie der irgendwie seine drei Schachteln Juno... Trinkt der nicht nur Rauchbier? Es wird ja zu Rauchbier in ihm. Ja, stimmt. Oder wurde. Das ist ja kaum durch den Mund, da hat das doch schon Raucharomen von was weiß ich was. Ach, schon mal im Einschenken. Juno? Nee, was hat der geraucht? Nee, Reno Menthol. Hat er? Ja. War das nicht die Geschichte, dass er davon... 6.000 Stangen oder sowas bei sich auf dem Dachboden hatte, als er gehört hat, dass die irgendwas verändern sollten oder so, dass es die nicht mehr geben soll. Ja, Wahnsinn. Auch der leider vorbei. Es geht mit den ganzen großen Dingern geht's zu Ende. Helmut Schmidt, Diebels. So witzig ist das gar nicht. Gutes Bier. Ich weiß nicht, warum das so abkackt. Um es nochmal wieder so deutlich. Ja, wir müssen es auch gar nicht so auf die Diebels-Schiene bringen. Also Altbier generell ist mal ein interessanter Bierstil. Also, wie gesagt, nicht immer nur ein Weizen und ein Pilz, packt da nochmal ein Altbier dazwischen. Merkt keiner. Nee. Genau. Doch, das schon. In diesem Sinne, geht los, holt euch ein Altbier und dabei könnt es auch wahrscheinlich gewogen bleiben, das fällt meist nicht so schwer. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch nochmal zum nächsten Tasting. So. Bis gleich. Tschüssing. Ciao, ciao.